Wir wollten am 26.01.2003 nach New York fliegen, zu meinem Geburtstag als Tarnung. Und am 25. abends kam die Polizei und hat dich geholt. Ja. Und du hast ja gerade den Kindern einen Armbruch gemacht. So, und heute weiß ich eben, dass es echt war mit der Polizei. Und sie hatten natürlich nichts anderes als irgendeinen Brief oder so bloß, ne? Aber wenn wir dann sowieso doof waren, war es ja sowieso egal. So, und ja, und alles andere. Ich möchte mich nicht zu weiter äußern, aber da wurde meine Frau dann verhaftet. Und dadurch konnte ich natürlich nicht fliegen. Und dann war es genau der Preis. Wir haben ja die Reise zusammengespart, haben uns echt abgehungert. Und haben den Kindern auch nicht so viel gegeben. Die haben ja auch immer gehungert. Aber wir haben gedacht, das ist wichtiger, dass die Amerikaner das wissen, was gelaufen ist auf meinem Land. Und haben das ja abgespart. Und genau das musste ich dann zahlen. So, und dann mussten wir erstmal wieder sparen. Und heute nehme ich an, dass meine Frau nach New York geflogen ist. Wir wissen es nicht genau. Wir haben die Stempel zumindest alles gesichert und so. Sicherheitsdienste können sich das angucken und so. Und dann sind wir beide zusammen am Mars geflogen. Und darüber habe ich schon 2 Tage eher gesagt, dass wir nicht dann natürlich noch nicht oben. Weil man stört uns im Moment, wir kommen nicht rein im Internet. Wir versuchen abends ein bisschen was zu machen, was hinbekommen. Schnell mit einem Notebook dann ein bisschen, aber im Moment lässt man es wieder gar nicht rein. Und das sind immer diese ganzen totalen Störungen, die man mit uns dann macht, damit wir nichts erreichen. Und wir haben bei der Hitze auch maßlose Schwierigkeiten. Und, aber wie gesagt, das ist eben das Allerwichtigste. Darüber sollte man sich mal Gedanken machen, wie wir da in so ein Wohnheim rankommen. Und vom psychologischen Problem, weil wenn man mit so vielen Kartons lebt, wenn Sie sich das mal angucken da, ja, mehr haben wir auch nicht gekriegt, ne? Das sind wirklich die Kartons, mehr haben wir insgesamt gar nicht gekriegt. Man hat uns denn gesagt, alles ist auf dem Lager, hat man uns belogen, weil, schauen Sie sich die Bücherborde an, diese alten Bücher, die sehen Sie denn auch, habe ich auch ein paar veröffentlicht, weil man uns immer noch als Arbeiter hinstellt, also würden sich so eine Bücher kaufen und hinstellen, wenn sie nicht lesen, also ich brauche keine Bücher zum Angeben, das haben Sie ja schon mitbekommen, nicht? Ich schweige da drin, meine Bücher sehen ganz schlimm aus, also die werden nicht geschont, die sind immer dran. Natürlich habe ich saubere Hände bei den Büchern, so natürlich habe ich Achtung vor so einem Buch, weil so ein Buch gibt mir alles, so ein Buch gibt mir Wissen. Und ein Buch, das ist, ja, das ist meine Weltbücher, aber das ist was anderes. Aber alleine das zu sehen, dass wir da leben mussten und wir können nachweisen, dass wir da gelebt haben. Jetzt wissen wir ja, dass die Polizei echt war, dass wir da gelebt haben. Und die Polizei wird in der Zwischenzeit auch geguckt haben. Ach, und das kann ich auch ruhig sagen, da ist mir vielleicht die Polizei auch nicht böse. Und zwar sind im Wohnheim sind Polizisten immer zu rumgelaufen in Uniform. Und die haben uns ganz, ganz komisch angeguckt. Deshalb bin ich drauf gekommen, dass die Polizei sich da Rauschgift geholt hat. So, und das ist so über Hypnose. Ich kann Ihnen sagen, also ich noch nicht, so weit bin ich noch nicht, ne? Also, aber ein Hypnotiseur kann Ihnen sagen, wie ein anderer Mensch aussieht. Also der kann Ihnen sagen, der hat eine schiefe Nase, dann sehen Sie eine schiefe Nase. Er kann Ihnen sagen, eine Wohnungseingangstür ist kaputt, dann ist sie kaputt. Er kann Ihnen sagen, eine Kellertür ist kaputt, dann sehen Sie die Kellertür kaputt. Und bei mir haben sie es beispielsweise gemacht mit Schlössern. Ich war in Groß-Lüsewitz von der Stasi in der Ausbildung und ich habe das Schloss nicht sehen können. Ich war in Gelbsande und habe das Jagdschloss nicht sehen können. Ich war in Bad Doberan und habe das Schloss in Bad Doberan nicht sehen können. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt ein Schloss ist. Und so weiter und so fort. Also man kann das einfach sagen, man sieht es nicht und dann sieht es man nicht. Man kann das auch sagen, man kann nicht hören. Dann kann man nicht hören. Man kann auch sagen, man kann auf ein Ohr nicht hören. Den kann man nicht hören. Ich will das nochmal so ganz einfach sagen, ne? Damit Sie es vielleicht besser verstehen wollen. Ich möchte Sie nicht beleidigen, so, aber das hört sich alles so nach Hokuspokus an. Hören Sie sich das mal an und schauen Sie mal in dem Buch rein. Und das ist ein ganz seriöses Buch davon, Springer, von den Herren Professor, oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie Klossmann oder so, ne? Oh, ich möchte den Namen nicht vertauschen. Also, es ist wirklich ein sehr seriöses und super didaktisches und sehr einfach geschriebenes Buch. Also, das versteht der Laie auch. Ich glaube, es hieß psychosomatische Medizin, aber da können Sie ja selbst ein bisschen nachschauen. Schauen Sie sich das nochmal an und wie gesagt, bei mir haben sie dann Lähmung ausgelöst, dann haben sie, also halbseitige Lähmung, ich sollte ja einen Schlaganfall haben. Das habe ich jetzt den anderen erzählt, das möchte ich auch nicht nochmal erzählen und alles so eine Sachen. Und ich komme jetzt auch wieder ins Tausendstel, aber das wollte ich nochmal sagen, also sie haben da Polizisten in Uniform langlaufen lassen. Das Problem ist, wir sind der Meinung, das war ein anderes Zeichen, das war nicht das Frankfurter Zeichen, der Nadel. Wir haben uns doch damals mal gewundert und haben gesagt, was tragen die Polizisten hier an der Ärmel?
Ist das so? Kannst du dich erinnern? Ja. Nee, oder nicht wirklich, ne? Nee. Dass wir mal gesagt haben, was haben die da für ein, das ist doch gar nicht dieses von Hessen. Das sah anders aus. Also das kann wirklich sein, dass sie frech einfach von Mecklenburg-Vorpommern, die hatten ja auch die Uniform, dass sie da rumgelaufen sind und immer so Kontrollen gemacht haben. Wir sollten beruhigt sein, weil da war tierisch was los. Das kam uns sehr, sehr komisch vor. Und deshalb tat uns das gut, dass dann ein bisschen Polizei lang lief. Aber uns hat die Polizei ganz komisch angeguckt. Aber nicht so, als wenn wir was ausgefressen haben, sondern als wenn sie Angst hatten und was ausgefressen hatten. So, und deshalb da bin ich drauf gekommen, dass die denn da immer in Ruhe ihre Drogen holen. Des Weiteren haben wir erlebt, wie sie hier unter der Steinbrücke in voller Uniform immer standen. Jetzt im Winter, wo es so sehr kalt war. Und wir haben da immer Pausen gemacht hier beim Main, bei der einen Steinbrücke. Und dann haben wir es erlebt, dass sie keine volle Uniform anhatten, sondern nur Hose und Jacke und so weiter und nur eine Brusttasche links, glaube ich. Links oder rechts, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ganz klein Polizei. Und dann sind sie um uns rumgelaufen, ne, Nadi? So, als wenn sie, und da, deshalb habe ich gedacht, sie provozieren uns wieder. Heute wissen wir, dass es falsche Polizisten waren. Und jeden sollte es einleuchten, dass sie dann eben nur ein kleines Namensschild gehabt haben, damit wir es sehen. Nur wir sollten es sehen, kein anderer. Und unter der Brücke haben sie dann volle Montur angehabt und haben sich dann, was weiß ich, vorher übergezogen und so weiter und so fort. Also, wir haben hier mindestens dreimal verkehrte Polizei gehabt. Und ich möchte auch nochmal was sagen, damit das auch gleich klargestellt ist. Also, es ist so, ich habe es jetzt wieder runtergenommen, ich war an diesem Schreiben, wo ich mich reingehetzt habe mit Hypnose. Es ist so gewesen, dass da wahrscheinlich ein Hinterhalt war für mich und dass man mich erschießen wollte. Und zwar eine Schießerei von Polizisten. Ich habe da auch erzählt, Dings war bei hier, Dick Savalle schon bei. Und der hat gesagt, komm, lass uns weiterfahren und der konnte mich höchstwahrscheinlich hypnotisieren. Weil ich wollte sofort helfen und ich habe damals noch vermutet, dass ich vielleicht meine Waffen mit hatte. Nein, nein, also wenn das einen Hinterhalt hatte, sie haben bestimmt dafür gesorgt, dass ich keine Waffen mit hatte. Also da haben sie bestimmt für gesorgt, dass ich keine Waffen... Ich habe sowieso keine getragen, ich hätte welche tragen können, aber das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Also da muss ich ja nur auf meine Waffe aufpassen und ich habe nicht gewusst, wer ich bin und so. Sonst hätte ich vielleicht meine Waffe getragen, hätte davon Gebrauch gemacht. Aber ich hatte so meine Übungswaffen mit und so. Und ich habe sehr, sehr gern KK geschossen, also die hatte ich garantiert mit, also Kleinkaliber-Pistole, weil damit kann man sehr, sehr schnell schießen. So, das hat mir Spaß gemacht. Und naja, gut, wollen wir nicht drüber erzählen, weil es geht was an und wir werden schon genug beschnüffelt. Jedenfalls, dass wir da reingehetzt wurden und dann hatten wir welche, da wissen wir heute, dass es echte Polizisten waren. Die haben uns beim großen Kreuz, Rostocker werden das ja wissen, wenn die auf unsere Homepage schon aufmerksam geworden sind, bei Iversagen wollen sie uns einfach von der Straße abdrängen. Mit einem VW-Transporter, glaube ich, war es sogar, ne? Mit einem weißen VW-Transporter. Weißt du noch, wie die beiden hießen? Nein. Jedenfalls, die haben sich ja dann auch nachher so ein bisschen mit uns angefreundet und so und dass sie angeblich was für uns tun und so. So, und die wollten uns dann von der Straße verdrängen. Das waren auch beides Polizisten, da sind wir uns heute ganz, ganz sicher. Und noch ein Dritter war dazu, ne? Und ja, die beiden, die haben sich ein bisschen erschrocken, ne? Weil sie denken, sie wollen mich von der Straße drängen und ich fahre nicht bei Rot über der Ampel, weil, oh, ich bin ganz komisch, ich würde nie bei Rot über der Ampel fahren, aber selbstverständlich bin ich da bei Rot über der Ampel gefahren. Und selbst, es war morgens, sonntags morgens oder so, war alles frei. Und selbstverständlich bin ich denen hinterhergefahren und ich habe denen bloß zugerufen, sie sollen sich das Auto merken. Sie sollen sich genau das Auto merken und auch genau die Nummer merken, wie ich mir ihre Nummer aufschreibe und wie wir uns, damals hatte ich noch genug Geld, und wie wir uns schön vor Gericht sehen. Das macht mit mir keiner. Und sie waren zivil, ich wusste nicht, dass Polizisten waren, sonst wäre ich natürlich gewarnt gewesen. Und das war Polizisten. Und dann möchte ich noch mal ganz kurz anschneiden, ich weiß nicht, ich habe es jetzt, glaube ich, sogar geschrieben oder angeschnitten. Wie gesagt, wir kommen total durcheinander. Wir haben riesige Probleme. Sie merken ja auch, wie ich rede und so. Das ist nicht normal. Das können jetzt wirklich Nachwirkungen sein von der Vergiftung. Von der ganz schweren Vergiftung im Februar. Da mussten wir die Fenster und Türen zumachen und das war so doll. Wir konnten uns nicht rühren. Wir hatten nicht viel zu essen. Wir haben tagelang gehungert und nur gefroren. Und haben nur auf unsere Heizung aufgepasst und so und nachts Wecker gestellt und so weiter und so fort, weil Handy fiel alles aus, Wecker hörte naja auch auf, aber wir sind auch so wach geworden, weil die Batterien machen alle nicht mit. Und Sie müssen sich vorstellen, wir haben wochenlang um 0 Grad
mussten wir leben. Das ist nicht so irgendwie eine Expedition und der macht sich da irgendwie ein Iglo oder so. Und dann hat das mal 5 Grad plus oder so. Um 0 Grad mussten wir leben und es zog überall. Und wir hatten ganz, ganz wenigen Wasser im Saal und mussten unwahrscheinlich heizen mit unseren E-Heizkörpern. Mehr hatten wir nicht. Und eine Glühbirne heizt natürlich auch. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, 5% sind nur Licht oder 10% Rest ist sowieso Wärme. Also ich habe dann sofort Glühbirnen eingesetzt. Ich bin ja Physiker, ich muss sowas ja auch wissen. Irgendwas muss ich ja nun auch mal können. Und haben da eingesetzt und so weiter. Wir haben wirklich um unser Leben gekämpft. Wir wussten ja nicht, dass die Polizei auf unserer Seite ist und so. Und man wollte uns damit töten. Das möchte ich nochmal eindeutig sagen. Wir haben sehr, sehr viel Glück gehabt, Nadi. Also vor allen Dingen, wir hatten nichts zu essen. Wir waren darauf nicht vorbereitet. Wir kamen vorher nicht im Internet, konnten so kein Wetter gucken. Wir können keine Nachrichten oder so hören und so. Da spielen sie uns was vor. Das ist auch unglaublich. Da könnte man sich auch drum kümmern und mal fragen. Und ich möchte das auch nochmal anbieten. Also Polizeirevier 4, alles läuft über das Polizeirevier 4. Sicherheitsdienste aus Deutschland, Geheimdienste oder so, oder auch andere, die Interesse haben und so, melden sich bei Polizeirevier 4. Die Polizisten sind unsere Vertrauenspolizisten im Polizeirevier 4. Und die werden uns dann schon Bescheid sagen. Und wir werden sie dann kontakten, wenn sie irgendwas von uns wollen. Weil ich möchte das nicht normal erleben. Ich möchte das nicht normal erleben, dass man uns richtig leitet, dass man uns richtig sagt, was wir machen sollen. Und wir denken, die sind echte Geheimdienste und wollen uns helfen und reißen uns immer weiter rein. Und wir werden immer mehr. Also das ist ja ganz schlimm. Also was man mit uns gemacht hat, also hätte ich gewusst, dass es mal so losgeht, ne? Das will ich Ihnen sagen, dann hätte ich nochmal gespart und hätte mal versucht in einem anderen Land, ne, Nadi? Weil das ist ja ganz schlimm. Das ist ja ganz, ganz schlimm, was man mit uns gemacht hat. Aber wir hätten wahrscheinlich sowieso keine Chance gehabt. Das wird wahrscheinlich sowieso überall sein und das wird wahrscheinlich sowieso überall gespeichert sein. Und das ist aber andererseits auch unser Gutes jetzt. Das werden wir jetzt natürlich für uns nutzen und da werden wir jetzt natürlich was draus machen. Ich unterbreche mal kurz.